Schwarzblende. Können wir anfangen, Flo? Jo. Herzlich willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen zu einer völlig neuen Serie auf AutoHub. Ich habe es mal genannt, dass... wie habe ich es denn genannt? Ich habe es vergessen, wie ich es genannt habe. Ich habe es genannt, das AutoHub-Battle. Und zwar, worum geht es denn letzten Endes? Zwei Schlagwörter bei dem ganzen Thema. Oder zwei grundsätzliche Fragen will ich gerne in der Serie beantworten. Und zwar die grundsätzliche Frage, was ist eigentlich das richtige Familienauto? Und die daran anschließende Frage ist, wie kommt man eigentlich zu seinem passenden Familienauto? Was ist denn die richtige Lösung für einen? Kaufe ich mir einen Gebrauchtwagen oder kaufe ich mir keinen Gebrauchtwagen und gehe auf einen Neuwagen, den ich mir dann leasen muss oder finanzieren muss? Und ich hoffe, dass wir, weil wir haben in dem Video tatsächlich uns zu Hause in unserem ganz privaten Hof, das ist ein privater Einblick in die Familie des Hubby. Ja. Beide Autos, ihr seht das, beide Autos haben Mama sucht Papa Nummernschild, MSP. Auf dem einen steht HA331, steht für Hubby. Und auf dem anderen steht DI424, das steht für Diana. Es ist tatsächlich zwei Autos. Privat auf mich angemeldet. Meine Autos. Hat nichts mit der Industrie zu tun. Ist ein Video, in dem wir mal ganz völlig unabhängig von der Automobilindustrie zwei Fragen beantworten wollen. Die Frage Nummer eins ist, also was ist das perfekte Familienauto? Das ist natürlich in jeder Situation anders. Du hast zwei Kinder, aber keine Hunde. Ich habe ein Kind, dafür haben wir noch zwei Hunde. Und für Hunde ist das schon mal relativ simpel, was du für ein Auto brauchst. Trau dich, Flo, du hast ja keine Angst vor Hunden. Du brauchst ein Auto mit Platz. Und gleichzeitig brauchst du ein Auto, ich darf vorstellen, das ist Sunny. Sunny ist, wird jetzt dieses Jahr 5 Jahre alt. Sunny gibt Pfote. Dankeschön. Sunny ist eine Hündin. Und wie man gut erkennt, ist es ein typischer Rottweiler Kampfhund. Ne? Mal gucken, wer den ersten Kommentar drunter schreibt. Und das ist Baloo. Baloo wird dieses Jahr schon 10. Baloo ist ein norddeutscher Pinscher. Sieht man ganz gut, finde ich. Baloo ist vor 2 Jahren zu uns gekommen und Sunny ist von Anfang an bei uns. Den hat meine Frau von Anfang an zu uns geholt. So, jetzt müsst ihr wissen, die Autos bei uns sind also Schulfahrzeuge. Man bringt die Kinder zur Schule. Sie müssen mich mal auf die Arbeit bringen oder an den Flughafen. Wobei, normalerweise nehme ich nicht unser privates Auto. Sie bringen uns vielleicht auch mal in Urlaub. Aber die meiste Zeit brauchen wir unsere Autos für den Job meiner Frau. Meine Frau macht Hundecoachings und Hundetrainings. Und da ist dann meistens auch die Sunny mit dabei. Ne, die Sunny ist das gewohnt mittlerweile im Umgang. Hast du jetzt Werbung gemacht? Müssen wir Werbung drüber schreiben jetzt. Das bedeutet, die Autos, die meine Frau benutzt, die werden alle dreckig. Und jetzt meine ich nicht von außen ein bisschen dreckig, sondern ich meine das Level von Armageddon dreckig. Also das Level von dreckig, in dem man sagt, da will ich mich jetzt nicht reinsetzen. Ne? Das ist aber einfach so, wenn man 100, kannst raus, ist okay. Baloo, ist okay. Wenn man Hunde hat, dann gehen die nun mal Gassi draußen und die machen ihre Pfoten nicht sauber, bevor sie einsteigen. Simpel, ne? Gleichzeitig, wir lassen uns mal den Touran noch ein bisschen anschauen, dass man mal so ein Level von dreckig versteht. Gleichzeitig hat sie die regenfeste Jacke mit drin, das Kit hat Spielzeug mit drinnen, der Kindersitz ist drinnen. Da, das ist so eine Führungsleine, der Beutel für die Leckerlis ist dabei, Wasser ist drin. Ich weiß gar nicht, was hier alles in der Seite drin liegt. Also es ist kein Auto für die Form von Autofans, die mit ihrem Auto an die Tankstelle fahren und sich dann gegenseitig die Autos zeigen. Ne? Das ist kein Familienauto, ist was anderes. Die Frage ist also, ein Familienauto in meinen Augen lässt sich relativ schnell beantworten. Es ist so ein Hochdachvan, ein klassischer Kombi oder ein Hochdachvan. Da bin ich der 100% Pragmatiker und sage auch, ja, die Autos werden dreckig. Also da ist kein Alcantara-Leder drin oder so. Die werden dreckig, muss man akzeptieren. Jetzt ist aber die Frage, was kaufe ich mir denn für ein Auto dann? Diesen Touran habe ich meiner Frau gebraucht. Als Ersatz für ihren gebrauchten alten Renault Kangoo. Die Planung war damals, wenn der Renault Kangoo auseinanderfällt, Frau, dann kriegst du ein neues Auto. Daraufhin habe ich den Citroën Berlingo angeschafft, geleast, bestellt.
Jetzt hat meine Frau, ich möchte nicht sagen, von wem der Kratzer da hinten ist in der Stoßstange, aber ich möchte vielleicht doch ausführen, ohne damit persönlich zu werden oder sexistisch oder so. Aber meine Frau hat ein extrem großes Talent, auf Kontakt zu fahren. Sagen wir es mal so. Ja. Und das führte dazu, dass sich der Renault Kangoo vorm Sommerurlaub, du sollst filmen und nicht den Hund streicheln. Der ist so schmusebedürftig. Und wenn ihr euch fragt, wie Hunde sich dreckig machen, so machen sich Hunde dreckig. Ne? Also die findet einfach Holzspäne total geil. Die Holzspäne sind dann alle im Fell und verlieren sich dann erst im Auto und dann zu Hause. So, meine Frau hat also das riesige Talent, Autos auf Kontakt zu fahren. Ich will jetzt gar nicht alle Geschichten erzählen, die da bisher, ja. Die wichtigste Geschichte, um zu verstehen, wie wir zu diesem Vergleich kommen von diesen beiden eigentlich gleichen Autos und doch so völlig unterschiedlichen Autos, ist, dass der Renault Kangoo relativ unangenehm kalt verformt wurde, und zwar kurz bevor wir in Urlaub geflogen sind letztes Jahr, meine Frau und ich und meine Tochter. So dass nach dem Urlaub dann der Punkt war, ja, sie kriegt zwar diesen Ersatzwagen, also sie kriegt ein neues Auto, aber sie wusste nicht, wann sie es kriegt. Und eigentlich wusste sie damals noch gar nicht, dass sie eins kriegt. Das nur am Rande. Ich stand also dann da nach dem Urlaub und hatte einen verkürzten Kangoo. Außer Blechschaden ist zum Glück nichts passiert. Und ich wusste, dass ich den schon geleast habe, den Kaufvertrag unterschrieben habe. Der kommt aber erst im Februar. Also der kam im Februar diesen Jahres 2020. Was machst du also als Familienvater, als treusorgender Ehemann und Autonerd für die 6 Monate zwischendrin? Du kannst natürlich sagen, der Frau, du, wir leben auf dem Land, das meiste lässt sich fußläufiger laufen, ergehen. I'm walking. Yes, I do, I'm walking. Mach ich natürlich nicht, ne? Also habe ich mich auf die Suche begeben nach, was kriegt man denn eigentlich für 3.500 Euro? Weil so viel Geld war gerade in meiner Kriegskasse frei verfügbar, ohne dass ich meine Tochter auf Diät setzen musste. 3.500 Euro, das war so die Grenze für... Ich sehe schon, wir brauchen im nächsten ein eigenes Format für die Hunde. 3.500 Euro war die Grenze in der Kriegskasse, wo ich gesagt habe, ohne jetzt Schulden zu machen, ohne irgendeine Finanzierung einzugehen, lege ich das Geld auf die Tasche, auf die Tasse, auf die Theke und gebe 3.500 Euro aus. Haben mich jetzt auf die Suche gemacht. Alleine das hätten wir damals schon, Flo, hätten wir schon filmen müssen. Also die ganzen Fähnchenhändler abklappern, die ganzen Pseudo-Privaten abklappern, die Autos aufkaufen, ausputzen und dann gut gepflegt verkaufen. Also der ganze Scheiß, vielleicht machen wir da eine Serie draus, was man dabei erlebt. Aber am Schluss bin ich also auf diesen Touran gestoßen und der Touran stand mit einem 5er Golf-Variant bei einem Fähnchenhändler auf dem Hof. Der war ausgepreist mit, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle, ich habe mir das aufgeschrieben. Er war ausgepreist mit 4.100 Euro. Ein Touran Baujahr, kommen die zurück oder fliegen die aus dem Sommerurlaub? Die müssten ja schon zurückkommen, oder? Die wissen es noch nicht genau. Du meinst, die drehen im Kreis. Der Touran ist Baujahr 2006, das ist also ein VW Touran der ersten Generation. Wenn ihr wissen wollt, was der Touran und der Audi TT gemeinsam haben, das erklären wir im zweiten Teil dieser Challenge. Hatte 156.000 Kilometer auf der Uhr und war Scheckheft gepflegt, sollte also 4.100 Euro kosten. Was ich dann gemacht habe, ist meinen unwiderstehlichen Charme eingesetzt und am Ende haben wir uns geeinigt. Ich meine, ich hatte es hier irgendwo aufgeschrieben, um euch das gleich zu erklären. Genau, 3.800 Euro Cash auf die Hand haben wir gemacht. Sunny? Alles gut? Ah ja, okay. Ist okay, kannst dich wieder ablegen. Ich wusste nicht, wo du bist. Ist okay. 3.800 Euro auf die Hand haben wir uns gesagt. Ich habe auch gesagt, ich brauche keinen TÜV, ich brauche gar nichts. Gib mir einfach nur das Auto, mache ich alles selbst. Auf den technischen Zustand, auf die anderen Themen gehen wir noch in einem zweiten Teil ein. Das wird ein vierteiliges oder vielleicht fünfteiliges Stück, das Ganze hier. Gehen wir noch extra ein. Ich möchte euch hier am Anfang jetzt nur mal abholen. Der hat also 3.800 Euro Cash auf die Hand gekostet. Der Berlingo, weswegen ich auf diese ganze Idee letzten Endes gekommen bin, der Berlingo kostet als Neuwagen aktuell etwa 30.000 Euro Bruttolistenpreis. Es gab ein Leasingangebot
Die besten Leasingangebote findet ihr übrigens in Kürze bei Autohub. Es gab ein Leasingangebot der Citroën Bank, der PSA Bank, für dieses Auto. Da wurden 8.000 Euro Rabatt eingerechnet auf das Fahrzeug. Und wir zahlen jetzt also für den Citroën 120 Euro brutto Leasingrate im Monat. 120 Euro brutto Leasingrate im Monat auf 24 Monate plus 919 Euro Sonderzahlung sind 3.799 Euro. Versteht ihr jetzt, worauf wir hinaus wollen? 3.799 Euro kostet der uns die nächsten 2 Jahre. Das ist die reine Nutzung. Die anderen Kosten machen wir in den anderen Teilen. 3.800 Euro hat der Kollege gekostet, bar auf die Hand, gehört uns jetzt. Das Ganze führt natürlich zu verschiedenen Fragen, nämlich zu der einen Frage, welche Vor- und Nachteile hat das denn jeweils? Ein Leasingfahrzeug muss vollkaskoversichert werden. Der Eimer machst du nur Haftpflicht drauf. Wenn hier was kaputt geht, ist direkt dein Spaß. Habe ich auf die Hand gekauft, ohne Gewährleistung, ohne alles als Gewerbetreibender, ist mein Spaß. Der da? 2 Jahre Garantie, was soll er haben, ist mir scheißegal. Fahre ich zur Werkstatt, müssen sie machen. Das da ist ein Benziner, Dreizylinder, modernster Motor, Euro 6 D Temp. Das da? Das ist der alte Rumpeldüse-Diesel. 140 PS, Pumpe-Düsel, ne? Rumpe-Düsel, 140 PS, 2 Liter Vierzylinder DSG, 6-Gang-DSG. Der da kostet zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich könnte mir das ja auch mal alles ein bisschen besser merken, aber ich kann mir das dann halt doch nie merken. Ja, ich sehe schon, wir brauchen demnächst eine Reality-Show für Sunny. Das ist übrigens total toll, was du da machst, Sunny. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist unfassbar. Der da kostet im Übrigen 308 Euro Steuer im Jahr momentan. 308 Euro Steuer im Jahr. Was kostet der? Der kostet 84 Euro Steuer im Jahr. All diese verschiedenen Themen, die muss man natürlich ineinander rechnen. Ja? Dafür ist hier die Vollkasko teurer, weil hier ist nur Haftpflicht drauf. Und all diese verschiedenen Themen, die möchte ich gerne mit euch zusammen in diesem Mehrteiler angehen. Ich glaube, das ist mal ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, es ist auch ein Thema, in dem wir viel in den Dialog treten können. Viele Fragen von euch hoffentlich kommen unten drunter. Vielleicht auch ein paar Gedanken und Gänge und Ideen. Das war, wie gesagt, Teil 1. Das wird in Zukunft kommen. Wir machen das in der Reihenfolge. Ich denke, als nächstes machen wir mal eine Vorstellung in Deep vom VW Touran und fahren den gemeinsam. Nehme ich den Flo natürlich auch mit. Dass wir mal gucken, wie fährt sich denn so ein Eimer, der jetzt 14 Jahre alt ist. 14 Jahre alt, jetzt hat er schon 160.000 Kilometer, wie fährt er sich? Danach werden wir den Berlingo machen. Ich werde euch den Berlingo vorstellen. Das ist ein brandneues Auto. Dreizylinder Diesel, gleiche Fahrzeugklasse. Man sieht aber auch schon, die gleiche Fahrzeugklasse bedeutet auch 15 Jahre später gewachsene Abmaße. Ne? Also das Auto ist deutlich größer. Sani, der ganze Dreck, du nimmst den alles. Im vierten Teil schauen wir uns dann, wie gesagt, die Kosten en Detail mal an. Wie gesagt, der hat ja 3,8 Bar auf die Hand gekostet, aber TÜV musste gemacht werden. Ja? Und was kommt denn noch so auf einen zu, ja, wenn du so ein Auto kaufst? Man kann ja Glück haben, man kann Pech haben. Das gehen wir im vierten Teil mal durch, Kosten en Detail. Und im fünften Teil hoffe ich, dass wir uns dann ein Fazit ziehen können und die Frage beantworten können, Leasing von einem Neuwagen? Alte Scheißmöhre kaufen vom Hof eines windigen Fähnchenhändlers und Glück haben? Was genau macht man? Was ist die beste Lösung, wenn man... Balu, komm mal her zu mir. Sani, du auch. Was ist die beste... Ach, du bist... Ja, ich weiß, ich hab dich auch lieb. Was ist die beste Lösung, wenn du solche zwei Kampfhunde hast, die sich einfach immer gerne dreckig, ja, ich weiß nicht, aufhören. Einfach immer gerne dreckig machen und du ein Auto brauchst, das für die ganze Familie geeignet ist. Aber gleichzeitig, ne, wir haben alle keinen Dukatten-Scheißer. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für dieses Video. Freue mich auf eure ersten Fragen und wir sehen uns dann beim Teil 2 bei der Frage. Der lässt dich nicht vorgehen, Flo. Du wolltest jetzt gerade so langsam vorgehen und rausblenden, ne? Das ist er nicht. Und dann, wir sehen uns bei Teil 2 und der Frage, wie fährt sich der Touran und was habe ich bisher mit dem VW Touran erlebt? Okay, bis dann, das war Autohub. Mein Name ist Björn Habiger, das ist der Balu, das ist die Sunny. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft ihr mal zum Streicheln vorbeikommen oder auch zum Gassi gehen. Ich freue mich. Bis dann.